Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play. Ja, and Friends hier dabei, der Bolzenbolle und RNGS. Hallo ihr beiden. Wir gehen auf 10er, sehr gut, das finde ich toll. Ich muss mal ein bisschen OP-Tank rauslassen. Mhm. Weil wir eins kriegen. Ja, ich wusste, dass wir eins kriegen. Ja, Rico, regel mal außen. Ich würde sonst auch außen mitkommen. Wäre gar nicht so verkehrt. Hm. Ja, ich weiß es nicht. Wir haben ja schlechte Erfahrungen mit der Außen und Artis. Ja. Ja, Quark, wir rommeln da einfach durch und dann passt das. Meinst du mit Rommeln? Wir haben doch keiner. Nee, du musst hier bleiben. Wir sind nur Jagdpanzer. Ja, aber ihr habt da ganz schön Gegendruck, wenn da was kommt. 1 zu 1 für TV, 30B und TVP. Lass uns das komplett offen lassen und hier durch die Stadt gehen. Ja, dann durch die Stadt. Das ist schon mal schön. GG 100, würde ich mal sagen. Der fährt raus auf die offene Fläche, Mensch. Da können wir wirklich drinnen schön lang rodeln. Der 30, 1390 hat ja mal das Mehl des Todes. Wir haben jetzt beide vorbeigeschossen. Ich kann nicht, dass der nochmal rausfährt. Aber er fährt halt auch noch so übelst weit raus, ne? Ich hol den mal raus. Oder auch nicht. Mann, ey! Der 57 Heavy muss weg. Mhm. Der hat mir jetzt komplett sein ganzes Mark reingezogen. Toll. Hauptsache der T49 konnte einmal schießen und hat sich am Eingang aufgehalten. Das ist auch so ein richtig schönes Stück Scheiße. Ich durfte mich nochmal nachladen, aber ich glaube, hat er. Du nicht willst, Mann. Also was in letzter Zeit an dem Ding bounced, das ist einfach nur lächerlich. Tja, E75 kommt, das ist natürlich super. Der Jagdtiger hat ein Mehl, es ist... Jetzt kommt der E75 und ich komme hier nicht weg. Ja, ich bin noch hier. Sobald er rausfährt, komme ich auch ran. Ja, macht aber nicht. Ach, der fährt in der Mittelspur lang. Ich hab gedacht, der fährt außen lang. Schade. TVP hinter uns. Na, ich lad nach. Na, er wird jetzt weggesprengt. Ja, 2 Sekunden noch. Oder er macht's halt. Naja. Das habe ich mir schon gedacht, dass der das macht. Das war halt eine halbe Sekunde. Pardon. So, 30B, wo bist du? Okay, out. Ja, genau.
Gut, dass sie das Spotting-System überarbeitet haben, ne? Sehr, sehr wichtig. Ach, der ist auch rübergefahren, genau. Die Arti ist mit AP bei mir abgeprallt. Lucky. Autsch, 30 B. Scheiß Runde. Ja, kannst du laut sagen. Ganzes Scheißmack von dem T-57 Heavy gekriegt. Oh Mann, ey. Ja, auch schlecht. Schlecht rausgefahren. Ich hab mich da von dem 121er übelst auseinandernehmen lassen. Aber Low Rolls kennt er aber auch nicht. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Auch so eine Runde hat man mal. Bei mir lief's ganz gut. Das kennen wir ja bei dir schön, Rico. Wenn's bei euch scheiße läuft, läuft's ja. Na, es ist halt beim Dreierplatoon so. Bei einem läuft's einfach nicht. Dafür ist zu wenig Damage da. Meistens. Das Blöde, wenn das der ist, der streamt, dann ist es halt ein bisschen kacke. Komischerweise habe ich meistens so eine Let's Plays, wo es richtig scheiße läuft. Dann sollte man sich mal überlegen, ob du... Egal. Ob ich wen anders... ob ich mitfahren soll und ein anderer Stream, meinst du? Möglich. Ich kann das ja aufnehmen und mach davon eine DVD und schicke es dir dann. Genau, hochladen. Und dann musst du die DVD kannst brennen und dann kannst du sie in der Video Videothek verkaufen. Rico, mach's mir einfach eine VHS. Ja. Drei Artis. Ich glaube, ich habe nicht nochmal so ein Schwein, das eine bei mir mit AP bounced. Ja, beim 50M ist es... Ja, unwahrscheinlich. Ich bin letztens mit der GWE 100 zweimal mit AP seitlich an einem... STB1, ihr bounced. Oh. Ich bin bei STB1 gefahren. Dann ist eine T92 zweimal oben auf meinem Turm gebounced. Tja, Glückwunsch, wa? Zweimal Geburtstag im Jahr, wa? Die wir einfach beide daneben holzen, ne? Der Bulldog soll halt noch überleben. Wenn ich gebe mir jetzt einen Schuss. AT Nummer 1. Da auch alle dran, ey. Und AD Nummer 2 auf mich. Kinderwerfer und Bitche, das ist ja super. Das ist ja klasse. Ne, ich sollte es lassen heute. Eigentlich hätte er mich one-shotten müssen. Die sollen einfach diesen. Die sollen diesen Bug wieder rauspatchen, ey. Es ist zum Kotzen. Da hast du 15 Büsche zwischen dir und dem Gegner und du fährst ein Stück vor und zurück und bist offen. Ja, der Lightbird nimmt mich hier gerade irgendwie lächerlicherweise raus. Alter! Der war One-Shot, oder? Ja! Sehr geil. Und der wird kotzen. Na, warte mal, ich fahr mal unten rum. Ja, das war auch meine Idee. Fällt gerade mal auf, dass ich den kaputten Ladeschützen hab. Und, wie ist es? Scheiße. Willst du den machen? Brauchst du noch Kills? Ja, Kills brauche ich ja, aber ich muss ein bisschen weiter hinten fahren, weil ich bin für fast alles One-Shot hier. Ja, genau. Rausgesplasht von der Bullshit-Arty.
Ach, natürlich geht die Batsche da unten auf. Ey, die verlegt sich aber auch immer dahin, wo ich stehe, ey, diese kleine Kackbratze. Ich hab gedacht, du machst mal die Arti weg, ey. Nee, bin ich nicht rangekommen, die stand dahinter. Hätte ich gerne gemacht. Zweite Runde, die einfach mal richtig bescheiden läuft. Frag mich mal. Ja, dann bleib ich mal bei Rico drauf. Wir wollen ja noch sehen, wie die Arti... Dass die Arti dich one-shottet gleich. 3, 2. 1049 macht das schon. Ja. Der guckt auch zu dir. Nee, doch nicht. Aber jetzt kann die Arti in Ruhe einziehen. Jetzt kommt der AP-Pen von der Pro61. Ja, das hab ich vergeben. Ich hätte da oben nicht so stehen bleiben dürfen. Der Kinderwerfer hat mir eine schöne 1000er gegeben, glaube ich. Das war unnötig. Hahaha, der GF, ey. Und der hat so einen Lack, ey. Der hat so einen Lack. Und die Arti ballert auf ihn und der... Ach, Mann. Die nächste Arti. Manche Leute haben einfach bloß Glück. Aber ich gehöre nicht dazu. Nee, aber der GF auf jeden Fall. Und der macht sogar noch einen Kill. Oh mein Gott. Der ist vom Berg runtergefallen, hat einen Looping gemacht, ist eigentlich auf dem Dach hängen geblieben, aber ist dann noch so seitlich gedreht. Ist dann angefahren und in dem Moment ist die Arti da eingeschlagen. Und GF, du bist tot. Oder auch nicht. Die ist halt nichts auf jeden Fall, what the fuck. Batchet hinter dir, Rigo. Ramsi Hartmann. Auf jeden Fall. Jetzt hat sie genug geschossen. Na, Rico traut sich nicht. Pussy, lass mal. Nee, er will sie lieber so raussnacken. Da bounce ja eh, ne? Das war ein sicherer Rammer. Wäre doch cooler gewesen, du rammst ihm eine 1000 oder so. Ja, ich hab keinen Rambock drauf. Also ach so, okay. Tja, der 50B wird für dich sehr, sehr haarig. Der T54 Light ist One-Shot und die ISO, ja, glaube ich, auch. Ich mache erst den T54 Light, dann gehe ich zur ISO. Ich muss erstmal die Artis schützen, die können mir helfen. Ja, und die IS-3 hat noch 300 live. Armor weg. Und Amorek, ja. Der ist aber gleich tot vom 50B. Aber der guckt auch zum äußeren Rand. Das ist natürlich intelligent. Da könnte ja auch ein Panzer stehen. Ja, wer weiß. Vielleicht kann er ja auf Minen irgendwas treffen. Ist auf jeden Fall, er schießt einfach. Ja. Der ist gleich tot. Er hat ja nur 20 Sekunden Reload, ne? Ja, da kann man mal einen sicheren Schuss ins Nirgendwo setzen. Vielleicht hätte er ja getroffen. Wenn der jetzt das getroffen hat, ne? Ja, genau, er tötet eine Arti mit so einem Blinding. Wenn jetzt die Batchet Arti weniger als Full Life hat, ne? Oder die Subject, ne? Ne, das glaube ich aber nicht, aber der 50B wird ihn gleich wegmachen. Was, ein Arti oder was? Mhm, zwei Stück. Ah, haben sie geschossen. Dann kriegt er ja wahrscheinlich jetzt sogar. Ja, einer. Wenn der 50B ihn nicht vorher macht. Oh, ist der schlecht. Die Arti hat nachgeladen, bevor er nachgeladen hat, ne? Also, jetzt. Ja, die macht ihn auch weg. Ganz sicher. Er braucht ja noch mindestens zwei Schuss. Bob des Tages ist vergeben. Ende der Nahrungskette, er steht da. Ja, Rico, da sind noch 3 Kills drin. Ja, hey. 2500 Damage. Oh. Das Blöde ist jetzt, wenn du gleich auf den 50B triffst. Doch, 2500. Links. Selbst die Arti sind ja schon 100. Sind schon 1000. Bei 1-3 hat der 50 noch. Guck zu dir. Weil das Objekt hat Besseres zu tun.
Ja, das ist unten, das ist dein Glück daran, aber. Brauchst halt deine HP irgendwo noch für den 50B. Ja. Das gegnerische 261 hat Rambock drin. Und rammt jetzt unser 261 tot. Er muss einfach rückwärts fahren. Nein, was macht er denn? Oh. Mein Gott. Und die andere Art, die verschießt. Genau. Die sollten lieber mal da oben drauf schießen, auf den 50B. Ja, die eine zieht sie jetzt um. Oh, naja, gut, wenigstens die Art ist schon mal raus. Einen hat er noch. Komm, Arti, mach es. Tu's. Zieh nicht so lange ein. Trau dich. Jetzt kommt der Iron. Nein, er bleibt am Haus hängen. Also das Haus ist tot. Also einen hat er noch. Ja, ich weiß. Den könnt er mir. Der heilt. Der heilt, genau. Der High rollt 100 Pro. Das geht nicht kaputt. Dummbatz. Jetzt kommt der High Roll, pass auf. Nee! Nein! Oh. Du hättest nicht seit. Oh ja! Oh ja, Bitchet. Schönes Ding. Ich bin am Haus hängen geblieben. Tja, Rico, da bleibe ich immer auf dich. Ich werde jetzt immer rüberfahren, mich töten lassen und dann bleibe ich auf dich drauf. Auf dir, danke. Ja, auf dir, du kleiner Penner. Naja, wenn TVP nicht läuft, dann nehmen wir einen, der ähnlich ist. Der läuft immer. Warte mal. Warum habe ich ihn nicht automatisch nachladen drin? Keine Munition mit. Nö, ich hatte eben gerade keine Verbrauchsmaterialien mit. Fuck. Es könnte, also ich weiß ja nicht, ob du mit Mods spielst, aber es könnte, wenn du damit spielst, daran liegen. Nein, ich spiele natürlich mit Mods. Das ist bei mir tatsächlich auch so. Mit Mods waren viele Bugs drinne. Spiel ist öfters mal abgeschmiert, ich konnte die Reihenfolge meiner Mumpel nicht umlegen. Eigentlich habe ich da keine Probleme mit. Aber warum spielst du mit Mods? Also welcher Mod ist denn noch wichtig? XVM. Also außer XVM. Das war's. Mehr habe ich auch nicht. XVM braucht man doch gar nicht. Ich finde es immer relativ interessant, ob du weißt, in ungefähr... was du jetzt noch, wie du jetzt noch fahren kannst. Wie du gegenüber dem. Glaub mir, man spielt viel, viel entspannter, wenn man es nicht weiß, was da für Bobs im Team oder Gegnerteam sind. Na gut, ich brauch bloß auf Seed gucken, dann weiß ich, was da ist. Ja, genau. Na klar, sowas siehst du immer, ne? Top Clans halt, ne? Ja, aber so gut ist er jetzt auch nicht, ne? Nein, aber. Er versteht zumindest das Spiel. Gut, er hat mich aufgemacht. Arti? Kommt keiner mit, ne? Ja, ich kann nicht. Ist halt schwierig rüberzufahren, wenn halt alles jetzt schon steht. Nee, jetzt macht's keinen Sinn. Ja, ich bin halt viel zu beschissen gespawnt. Hä? Oh, sind 50-100 da hinten. Lol. Die kleine Ratte. Mein Gott. Ja, da war die erste Arti. E3 auf dem Hügel. Ich komm mal hinten rum bei euch. Fahr nach, wie ist das, E0, D0 da. Ja.
Ja, 103, genau. So geil, dass die scheiß Arte da hinten nicht stirbt. Die sind zum dritten Mal offen. Langsam bräuchte ich hier Hilfe. Ja, ich versuche mein Bestes. Warte. Und dass ich da irgendwie rankomme. E3 kommt. Ja, der guckt jetzt eh auf mich. Ich kann von oben halt schlecht helfen, das ist halt das Problem, weil alle so dicht dran stehen, machen sie mich auf. Scorpion, genau. Scorpion. So lächerlich. Ah, jetzt holen wir mich raus, ja. Ich komme mit Heat nicht durch, jetzt kommt der 62A auch noch, ey. Jetzt bin ich im Arsch. Ja, Scorpion schießt Gold only. GG. Die 10er läuft heute mal ganz und gar nicht. Das stimmt leider. Na, das Objekt. Ach, hinter dir kommt die 10. Ja, es kommt zu viel, das ist das Problem. Was ich wieder dann also nicht durchgekommen bin, ey, es ist selbst an der Luke oben beim M103 bin ich nicht durchgekommen, ey. Hallo, mein Spiel! LOL. Riesenbug. Bug, Leck. Ja, genau. Ach. Oh, da hatte ich mega Leck. Warum ist das jetzt genau in dem Moment, wenn die angreifen? Das ist so kotzen. Kommt ihr beiden? Heavy ist an die Wand. Jetzt kann ich dir erstmal meine zweite Gunmark zeigen. Wow. Die sieht aber auch schön aus, Rico. Ja, ja. Hast du dich extra für angestrengt, wa? Ja. Keine Arti. Naja, gut, eine haben sie. Eine, die auch richtig dicke Löcher macht. Meinst du den Uni? Nein. Den Kinderwerfer. Da habe ich vor den Grillen mehr Angst. Ich nicht. Die Grillen one-shotten mich nämlich nicht. So ist es. Aber dass der FV dich mal one-shot, das ist auch relativ selten. Nein. Je nachdem, was du für ein Spieler drin hast, ja, und wie nah er ran ist. Und was er für Munition benutzt. Ja, trotzdem mit Hash mal 2-2 zu machen, ist relativ. Ja, 2-2 nicht, aber du bist quasi dann one-shot, wenn er dich wirklich trifft. Ja, aber das ist kein one-shot, einfach durch den Turm gewinnst. Dadurch gekommen bin, weiß ich zwar auch nicht, aber es hat funktioniert. Hä, hey, mit 230 kommst du beim E5 seitlich, also der stand der so links und rechts von der Kanone, da habe ich ihn getroffen und da ist er durchgegangen. Schöne 1700. Bam. Da freut sich das Herz.
Auf jeden Fall. Der CDC sieht auch schon wieder gut aus. Ja, ein CDC. Ja, ja, was macht der da vorne auch? Gut. Da ist die Art ja schon. Oh Gott, bin ich dumm. Ich treffe halt auch einen. Critical Hint. Jawohl. Wie er schon wieder durchkommen ist. Weißt du, alles bounced. Nur der 1-2-1, ne? Weil braucht er ja nicht. Ah, der Löwe, der ist auch knallhart, ne? Naja, so hart ist er dann doch nicht, wie er denkt. Ich treffe ihn nicht. Das ist das dritte Mal an dem Löwen vorbeigeschossen. Echt jetzt? Leute, die verteilen mit dem Ding 600er Kellen und ich mache 412. Tja, das nennt man dann Pech. Der hat die Schossen, ne? Der ist eh weg. Aber danach müssen wir auch zurück zur Base. Das ist ja noch... Ach so, der. Nico, komm zurück. Oh. Das war mutig, Rico, du musst... Genau, perfekt. Ja, ich muss schilden. Ich hätte ihn noch eigentlich pennen sollen, aber gut. Ach so, du hast drauf geschossen. Ah ne, der Zentrum hat einen Blick immer. Ah. Bleib ein bisschen zurück, sonst bist du gleich tot. Ich muss auch mit rum. Boah, Mann, ey, die sind aber auch, weißt du, die gucken nicht mal eine Sekunde auf die Minimap, ne? Wieso? Hauptsache Grille. Oh, die ist voll live, Grille. Oh, da ist die voll live Grille. Und ich schieß daneben, na klar. Naja, die Fackel ab. Oh, ich fange diesen scheiß Stein, Mann. Zum Glück ist noch einer reingefahren, ey, sonst hätten wir es schon verloren. Ja. Oder wäre ich auch einfach straight zurück zur Base. Ja gut, das mache ich jetzt auch, ne? Aber ich habe mich dann ja mit dem Schiff da unterhalten. Nein, sind du rüber und prall ab. Oh. Lucky Guy. Stirb, Centurion. Stirb. Da kann ich nachher nicht, aber ich brauche den Damage. Scheiße, die Grille ist schneller als ich. Deswegen, Grille ist einfach lächerlich, okay. Der Panzer. Aber dann ist schneller, also. Ja, jetzt gibt er Gas. Okay, der hat gerade Handbremse hier vorn. Hab mich schon gewundert, dass er so langsam ist. Leo, fahr du das nicht? Nein, komm zurück! Ja, doch, fahr runter, Leo, fahr! Trau dich! Tu es nicht! Doch, tu es! Oh. Ich will bloß nicht von denen sterben, so. So ungefähr, ja. Ja, man, das ist ja das Gute, ne, wenn man der letzte Panzer ist. Man kann sich eigentlich theoretisch fast aussuchen, von wem man stirbt. Oder du tötest einfach alles. Ja, IS-7, so accurate. So, und wir kommen wieder mal zum Ende. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zur nächsten Woche, wenn es ja wieder heißt, Dübe Detlef and Friends. Macht's gut, ihr beiden. Tschüss.